I was so blind and selfish. After all this time, she's still only wants that I give up on this cruel and vengeful life. She wanted an ordinary man, not a legendary criminal. Rather than resurrecting her, I should join her in the afterlife. Perhaps she is waiting for me there. Ja, du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Geheimnisvolle Perle. So, jetzt. Find those 12 cursed doubloons and bring me my deposit. The only thing that can make me a mortal man again. Ernsthaft? So, was kann ich hier nochmal... Oh, ich kann weiterwimmeln. Alter! So, was haben wir denn da? Geflicktes Kleid. Ich habe ein geflicktes Kleid, ja, habe ich gelesen. Ja, nichts, was ihr wieder nehmt. Ein Ritter? Eine Flöte? Ein Kind? Das... Ich brauche so ein anderes, um das Kleid zu flicken. Was brauchst du denn da? Mhm, da war der Teller. Geldbeutel, Reichsapfel. Ich habe keine Ahnung. Heiliger Gral, da ist der Heilige Gral. Hier am Kleid. Nein, dafür ist es nicht gedacht. Aha. Guten Abend, Niki. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Zum Live Let's Play vom Nightmares from the Deep. So, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir zum Flicken brauchen. Hier, hier, hallo, 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 hallo. Ja, jetzt haben wir es. So, Geldbeutel brauchen wir noch und das Kreuz ist hier, die Urne ist hier. Jetzt brauchen wir noch einen Geldbeutel. Wo ist der? Ist das ein Geldbeutel? Hallo. Entschuldigung. Ich finde das so geil. Nein, das ist kein Geldbeutel. Hier? Nein, hier? Nein. Hallo. Ah, hier. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. So. Oh, wir haben einen nützlichen Gegenstand gefunden. Eine Urne. Nein. Ich werde bekloppt. Ich glaube, ich weiß, wofür die Urne ist. So. Diese Urne müssen erst in der richtigen logischen Reihenfolge zugeordnet gewesen sein. Mal sehen, ob ich die richtige Reihenfolge herausfinde. Wett. Oh Gott. Soll ich nicht wissen? Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich hier? 1, 2, 3, 4, keine Ahnung. 5. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier tot, hier unten, oder? Ich weiß es nicht. Grau, tot, hier Sonne geht unter, keine Ahnung. Ne, warte mal, hier Schiff startet. Alle Urnen nach unten, denke ich mal. Und dann von 1 bis 6. Wie alle Uhren nach unten? Hä? Ach, Uhren. 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 Achso, 1, 2, ach da. 1, 2. Achso. 2, 3. Die Zahlen, die römischen Zahlen habe ich außen gar nicht gesehen. Warte mal, ist das 4? 5? Ne, warte mal, das ist 4, ne? Das ist 5, oder? Jede Zahl hat ein Symbol. Achso. Ah so. Ah so, okay. Schiff, 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 Schiff. Schiff so, rot da, dann kommt rot hier hin. Und das ist so und das müsste doch stimmen, oder? Ich. V ist 5. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssen die getauscht werden.
Ist ja richtig. Keine Ahnung. Jetzt muss das noch wahrscheinlich auch noch in die richtige Reihenfolge. Farblich wahrscheinlich noch irgendwie oder so. I don't know. Das muss wahrscheinlich hier, damit das mit dem Schwert passt. Das muss nach oben. Und... Ich weiß es nicht. Warte mal. Oh Gott, ist das ein hohles Rätsel. Ach so, ich verstehe. Ah ja, Macht ja auch Sinn. Warte mal, der Totenkopf ist da, okay. Das Schiff ist da, da ist das halbe Schiff da. Da kann das aber so nicht sein. Alter, ist das eine hohle Scheiße, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Es ist saudumm. Man kriegt auch eine super Anweisung. Diese Uhren müssen erst in der logischen Reihenfolge zugeordnet werden, gewesen sein. Mal sehen, ob ich die richtige Reihenfolge rausfinde. Ja... Wenn das hier Sonne ist, hier mit den Strahlen und das so verbunden werden soll, dann vermute ich mal, ist das hier richtig mit dem Fisch auch. Aber wie sollen denn die anderen bitte? So vielleicht? Und das hier hin und... Ich habe keine Ahnung. Warte mal, oder muss der da hin? Bei Reihe 2 den Fisch oben zusammensetzen... Die 3 wieder nach unten. Darüber die graue drüber. Ach so. So meinst du. Ach so. Also die Zahlen müssen schon in der Reihe bleiben. Oh Alter, ich bin so am Schwitzen. Das ist abnormal. Ja, aber dann muss das Schiff ja hier nach oben. Dann wäre das so richtig. Ich verstehe das mit den Totenköpfen hier nicht so ganz, wo die hin sollen. Ist klar. Naja, Trial and Error. So, kann ich nochmal irgendwo... Kann ich hier noch was machen? Ich kann hier nur... Okay. Das heißt, erstmal wieder zurück. Wir haben... Was haben wir denn im Inventar? Eine geheimnisvolle Perle und eine Dublone. Was können wir denn damit anfangen? Mit der Dublone können wir wieder... Wir können erstmal wimmeln. Sauberer Teller. Der Teller ist schmutzig. Dann wisch ihn irgendwie ab. Keine Ahnung. Mit dem Lappen. Wow, davon würde ich jetzt auch definitiv essen. Ganz ehrlich. Monokiel, Korken, Triangel, Buch, 3 Stück. Da sehe ich schon 1, 2 und 3. Stier ist hier. Bürste, Zapfen, Fledermaus. Da ist die Fledermaus. Weiße Kräuter, 3 Stück. 1, 2. Spitzhacke. Da ist die Spitzhacke. Das ist der Zapfen. Die Bürste. Das ist die Bürste. Nein, das war der Korken. Das war der Skarabäus. Jetzt brauchen wir noch eine Triangel. Ja, habe ich schon. Danke, danke, Plante. Bürste, Triangel und Monokiel. Monokiel ist das... Das ist die Bürste gewesen. Oder die Büste, nicht die Bürste. Die Büste. Ich habe immer Bürste... Ich weiß nicht, warum Bürste ich immer lese. Büste war das gewesen. Triangel und Monokiel. Triangel. Triangel ist doch dreieckig, ne? Ist doch richtig. Ich
versuche gerade eine dreieckige Triangel zu sehen, weil ich habe noch nie eine andere Triangel gesehen. Da! Da ist keine Triangel, das war ein Geodreieck. Alter. Ich sag dazu schon gar nichts mehr. Ah, das war der Aso. Moloki. Wir haben eine Spitzhacke. Was können wir denn bitte mit der Spitzhacke machen? Frage ich mich. Kann ich hier die Spitzhacke hier bei der Dings benutzen? Nein, das geht nicht. Was, das ist ein Monokiel, nicht Monokiel-Keil. Ich habe nicht Monokeil gesagt, ich habe Monokiel gesagt. Ich habe nicht Monokeil gesagt. So, du schön aufpassen. Was haben wir? Ach so, warte mal, mit der Spitzhacke kommen wir doch jetzt in den Ballsaal, ne? Hier. Ja, natürlich. Wow. Was kriegen wir da? Eine weitere Münze. Ich werde bekloppt. So, was können wir mit der ominösen Kugel machen, frage ich mich. Hier können wir nichts mehr machen. Mit dem Zauberraum. So weit zurück, glaube ich, brauchen wir, glaube ich, diesmal gar nicht mehr gehen, ne, oder? Oder kommen wir hier noch weiter jetzt? Weil das ist ein Fledermaus. Kann ich in der Gruft was machen? Nein, kann ich nicht. Hier ist auch alles heues Buch, haben wir schon gelesen. Ich glaube, hier sind wir auch so weit durch. Okay. Okay, meine Freunde. Okay, so. Was sollen wir denn bitte mit der... Achso, warte mal. Wir können ja die Münzen mal einsetzen, ne? Da können wir mal zum Schiff gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt jetzt schon haben. Ob vielleicht, haben wir vielleicht schon alle? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen wir insgesamt noch finden müssen. Even though Skull Island was now a sad and dreary place, memories of happier times came back to Mary as she started wandering the familiar grounds. Mary used the money she inherited to build a crypt for her and her captain, if his body was ever found. Soon after that, the lonely Mary died. According to her wishes, she was buried at the new crypt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das aufregend, alles. Und wir haben noch eine Münze und ich glaube, dann haben wir sogar alle, oder? Wenn ich das richtig gezählt habe, sind das, glaube ich, alle dann. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist so aufregend. Meanwhile, as the centuries passed, the immortal Captain Remington lay at the bottom of the sea. Brokenhearted, stripped of his enchanted weapons, and weighted down by shackles and corals. The only person who could make him happy was dead. The only thing which could redeem him, a gift for the bride, was still in the cursed chest on his galleon. Remington grew weaker and weaker under the sea, waiting for a chance to set things right. Oh my God! You brought the doubloons, but have you found the pearl? Ach so, die Perle ist hierfür. Natürlich, habe ich. Ich bin jetzt Surgeon Simulator, oder was? Ihhh, weißt du, einfach mal so ein... Natürlich, ich pack mir mal eben so ein Herz in die Tasche, weißt du? Da denken doch die Leute, wenn die mich jetzt sehen, würden nur sagen, was pocht denn da bei dir in der Hose? Ja, du weißt schon ganz genau, was da pocht. So. Voll Flug der Karibik. Was? Wieso Flug der Karibik? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Geschichte nicht verfolgt. Du hast aufgepasst, Alter. Hätte ich nicht von dir erwartet. So. Huch, wo ist er denn hin? Hallo, ich habe ein Herz. Hey, mein Freund.
Was? Er ist eingefroren. Oh mein Gott, ich renne jetzt ganz schnell zu meiner Tochter und rette sie und lass ihn einfach so stehen. Are you all right? Mom! You saved me! I always will. Sail away, dream your dream. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, ich kann es gar nicht fassen. Wir sind durch. Nightmares from the deep, the Crusader hat. Alter, ich bin... Alter, das ist unfassbar. Oh mein Gott, wir sind durch mit dem Wimmelbild. Und das sogar unter einer Stunde. Ich hätte nicht... Ich habe gedacht, wir brauchen da noch ein paar Stündchen mehr. Alter. Was, perfekte Fingernägel, aber vorher im Dreck wühlen. Ja, es ist immer... Oh mein Gott, liebe Leute, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein Abenteuer mit Höhen und Tiefen. Es war emotional, es war atemberaubend. Die Rätsel waren sehr spannend und sehr intensiv und sehr logisch auch. Und ich muss sagen, ein großes Lob erstmal an die Entwickler sprechen. Bitte mehr davon, ja? Bitte mehr von Wimmelbild spielen. Ich bin gewollt, da auch mehr zu zeigen von, wenn es da neue Spiele von gibt. Angeblich, ich glaube, gestern war es Underworld, der sagte, es sollen wohl noch zwei weitere Teile kommen von dem Spiel. Bitte, ja, auch andere Entwickler, die Wimmelbild-Spiele machen, bitte haut sie einfach raus. Ja, es ist, es würde mich sehr freuen, ja? Wir haben die Credits schon gelesen, deswegen drücke ich jetzt mal entspannt durch. Du hast ein Bonuskapitel freigeschaltet.